prinzipiell schön, aber nicht in der Musik. Musik gibt's ja auch nicht beim Diskushof. Einmal pro Woche gehen Julia und Robert Harting übers Parkett. Aber was hat Tanzen eigentlich mit Diskuswerfen zu tun? Letzten Endes ist es viel Physik, also Körperbeschleunigung. Und es hat natürlich auch viel Bewegung im Raum. Ja, das ist natürlich im Diskuswerfen genau das Gleiche. Ja, und außerdem hat es natürlich auch viel mit Rhythmusgefühl zu tun, was fürs Diskuswerfen auch ziemlich wichtig ist. Und so die schnellen Fußbewegungen, das kann man ziemlich gut transferieren auf die eigene Sportart. In der hat Robert alles gewonnen. EM, WM und die Olympischen Spiele. Julia, mittlerweile auch eine Harting, die beiden haben im Sommer geheiratet, gewann 2016 Silber bei den Europameisterschaften in Amsterdam. 22 Stunden pro Woche trainieren sie aktuell im Bundesstützpunkt in Kienbaum, werfen in der Halle, wenn es draußen noch zu kalt ist. Was beim Tanzen noch unsicher ist, wirkt hier souverän. 40 Tonnen bewegen sie wöchentlich im Kraftraum. Beide haben ein klares Ziel, eine Medaille bei der WM in London. Es ist leider nicht mehr so, dass ich einfach Augen zumache und ja, der Beste der Welt bin. Ich muss jetzt ein bisschen was anderes dafür tun und da bin ich leider in ein paar Abhängigkeiten. Aber insofern habe ich auf jeden Fall Bock und ich werde mein Bestes geben. Was war das? Was war das? Was habe ich denn gemacht? Ja. Was habe ich denn gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Auch wenn sie sich tänzerisch noch nicht so ganz einig sind, der neue Trainingsreiz ist gesetzt. Vom Jive bis hin zum Cha-Cha-Cha.